Hallo zusammen, wir sind Sips und wir sind heute hier auf Zürich Ost. Los geht's! Ihr habt an den Pre-Shows schon erste Luft schnuppern können. Wie habt ihr diese Szene erlebt? Ja, sehr gut. Es war schön, dass es so viele verschiedene Acts gegeben hat an diesen Pre-Shows. Es hat jeder irgendwie sein eigenes Ding gehabt. Und wir waren selber sehr überrascht, dass wir das Rennen gemacht haben. Ja. Habt ihr keine Angst vor Zero Points? Go! Ich habe gar keine Angst vor Zero Points. Klar wäre es schade und wir geben alles, dass wir mehr Points holen als Zero Points. Unser Ziel ist sicher ins Finale zu kommen dieses Jahr. Aber wir haben schon jetzt gewonnen. Also für uns da dabei zu sein, das sagt man immer so, dabei zu sein ist alles. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber durch das, dass wir jetzt schon im Vorhinein schon die ganze Community kennenlernen und unsere Musik können, so einer riesigen Community zeigen, das ist für uns eigentlich schon riesig. Und das ist schon ein riesiger Gewinn, egal wie viele Punkte wir machen. Ja. Klar würden wir natürlich gerne die Schweiz stolz machen und wir geben alles dafür. Also wir packen alles aus. Könnt ihr uns etwas über die Geschichte des Songs Stones erzählen? Wir haben gerade ein neues Album fertig gemacht, letzten Sommer. Wir haben es gerade rausgegeben, wo wir gemerkt haben, eigentlich würden wir noch gerne einen Song machen bei der ESC dieses Jahr. Wir liebäugeln schon seit ein paar Jahren damit mitzumachen, aber wir haben einfach irgendwie nie den richtigen Song gehabt. Und wir sind eingeladen worden in ein Songwriting Camp, das Swiss organisiert hat. Und da haben wir gesagt, ja komm, machen wir mal mit. Wenn irgendein guter Song dabei rauskommt, dann schauen wir mal, geben wir es vielleicht einem anderen Künstler oder wir machen es selber. Und dann haben wir zwei Songs geschrieben und der Stones ist einer davon. Und als wir den geschrieben haben, glaube ich schon, als wir angefangen haben, haben wir gemerkt, ja, den geben wir nicht weg. Ihr seid bekannt für eure One-Take-Videos. Wie viel Arbeit steckt in so einem Video? Das ist eine gute Frage. Die meisten meinen, ja, ich filme das schnell in einer halben Stunde. Ist ja ein One-Take. Ist ja ein One-Take. Nein, es ist schon jedes Mal Zangengeburt, bis er dann wirklich so steht, wie er muss. Vor allem, üben? Eben, weil es keinen Schnitt gibt und nichts. Wir müssen es eigentlich immer üben. Also die meiste Zeit geht eigentlich drauf mit der Performance und der Idee und dann dem Umsetzen des Ganzen. Wir haben vielleicht einmal so 10 Takes, bis der Magic Take da ist. Also ich würde sagen, fast ein Arbeitstag, um alles dann wirklich schlussendlich zu machen. Ein Arbeitsnachmittag. Euer verrücktestes Konzerterlebnis. Oh. Ich war mal auf der Bühne beim Göllen und wir waren im Hallenstadion mit dem Göllen und haben so Stöckelschuhe angehabt und dachte, ja, die sind mega schön und die gefallen mir und da kann man sich gut bewegen drin. Und dann, als ich auf der Bühne war, vorgelaufen bin, um ein Duett zu singen, ist mir ein Schuh abgefallen. Und dann bin ich so mit einem Schuh so hinkend vorgekommen und so, was mache ich jetzt? Da habe ich den anderen auch gekriegt. Bei mir war es, glaube ich, als ich in L.A. habe einen Auftritt gespielt, so ein Showcase, mega wichtig, Plattenindustrie und so. Und ich spiele so und die Bühne war relativ kurz und eng, mega klein alles. Und dann fliegt man eins nach dem anderen irgendwelche Schlagzeugteile von der Bühne weg und ich einfach irgendwie weiter am Spielen, so, also wäre nichts. Und in dem Moment, wo das Pad runterfliegt, ist es so ein elektronisches Schlagzeuginstrument, wo man kann so Tracks abrufen und Songs. Wo das am Boden aufknallt, fangen einfach alle Tracks an gleichzeitig zu spielen. Und es ist echt ein riesen. 6 Songs gleichzeitig. Das war ein rechtes Ghetto. Dort haben wir dann aufgehört. Und dann ist eben Sony auf uns zugekommen und hat das nicht. Leider nicht. Leider keine Erfolgsstory gegeben heute. Los Angeles versus Zürich. Beides. Das ist schwierig, hä? Ich könnte nicht ohne das eine oder andere. Obwohl, du kannst ja Zürich wählen und ich wähle Los Angeles. Ja, obwohl Zürich ist mir, glaube ich, schon noch wichtiger. Los Angeles ist so wie ein Traum. Ein Traum, aber Zürich ist so Realität und daheim und ja. Stadt oder Land? Für mich ganz klar Land. Es kommt darauf an, für was. Der Ausgang ist auf dem Land nicht so lustig. Ja, es geht so. Bist du schon wieder mal im Ausgang im Aargau? Nein, schon länger nicht mehr. Ja. So,
Burger versus Fondue, ganz klar, Bild. Fondue. Street Parade versus Rock am Ring. Ja, also Rock the Ring. Rock am Ring. Ich bin zwar noch nie gewesen, Rock the Ring. Ich glaub, nie gewesen, Rock the Ring. Definitiv Rock the Ring. Salvador Sobral versus Lordi. Also da kann man nur persönlich sagen, nicht? Ja. Also für mich ist Salvador Sobral. Für dich? Schon. Ganz klar. Salvador Sobral, der hat vom Herz gesungen und ist. Und es hat nicht viel gebraucht, einfach eine gute Stimme, ein ehrlicher Mensch und ein bisschen Musik im Hintergrund. Das Herz innehalt, ja. Was ist sie mit Sips bei Zürich Ost? Schaltet ihr am 8. Mai, ist es soweit, dann ist das Halbfinale. Und wenn wir dann weiterkommen, am 12. Mai ist das Finale vom Eurovision Song Contest. No, I ain't throwing stones. No, I ain't throwing stones.